Guten Tag, CND. Ich habe eine Frage bekommen von der Lorena. Ich habe mich sehr gefreut über die Frage. Es gibt Kinder, die interessieren sich für Physik. Und Lorena hat aus dem Video im Internet mal diese Aufgabe abgezeichnet und wohl auch schon gerechnet hier. Und da ist jetzt die Frage, ist das immer so? Ist U gesamt immer gleich U2 gleich U1? Und das hängt eben davon ab, ob es eine Parallelschaltung ist oder eine Serienschaltung. Also machen wir mal die zwei, drei wichtigen Sachen. Wenn ich hier ein Spannungsmessgerät einschalte, das ja immer parallel zum Widerstand geschaltet werden muss, dann stellt man bei der Reinschaltung fest, dass die Summe der beiden Einzelspannungen gleich der Gesamtspannung ist. Und wenn da jetzt noch ein dritter und ein vierter und ein fünfter Widerstand in Reihe wäre, dann müsste man diese Summe entsprechend ausweiten. So, in der Parallelschaltung ist es anders. In der Parallelschaltung würde ich an dieser Stelle hier mit dem Spannungsmessgerät dasselbe messen wie hier und dasselbe wie hier. So, also es gibt für die Parallelschaltung und für die Serienschaltung hier unterschiedliche Gesetze. Und das muss man eben wissen. Also hier die Gesamtspannung, die Spannung U2 und die Spannung. Da ist U1 und da ist U2. Also die sind in der Parallelschaltung immer gleich. Und in der Serienschaltung ist die Gesamtspannung gleich der Summe der Einzelspannungen. So, anders ist es bei den Stromstärken. Wenn ich jetzt ein Stromstärkemessgerät ins Spiel bringe, müsste ich die Leitung hier aufschneiden und hier ein Stromstärke-Messgerät in den Stromgeist zeichnen. So, das kann ich an dieser Stelle machen. Das Stromstärke-Messgerät misst die Elektronen, die durch diese Leitung fließen pro Sekunde, ne? Ich könnte die gleiche oder ein anderes Messgerät hier in die Leitung einbauen oder hier. Ich könnte es also vor dem ersten Widerstand, nach dem ersten und vor dem zweiten, nach dem zweiten. Ich könnte auch hier nochmal. Man würde auf jeden Fall hier feststellen, die Stromstärken, die sind an jeder Stelle des Stromkreises überall immer gleich. Ich habe ja, immer so ein bisschen den Vergleich gebracht. Denkt euch, die Elektronen, das sind Schäfchen, die durch so eine Leitung, durch so einen Weg, einen engen Weg getrieben werden, und die können sich, weil der Weg sich ja nirgendwo verzweigt, die können nirgendwo ausweichen. Das heißt, die Schäfchen, die ich hier zähle, das sind die gleichen, die ich hier zähle, hier oder hier. Und das ist hier bei der Parallelschaltung anders. Bei der Parallelschaltung ist das, was ich vor oder hinter dem der Spannungsquelle messe, das ist die Gesamtstromstärke. Also die Elektronen, die jetzt hier die Quelle verlassen, sind die gleichen, die auch hier wieder zusammenkommen. Aber weil ich hier eine Verzweigung habe, ist die Gesamtmenge der Elektronen, die jetzt hier die Quelle verlassen, also gleich der Summe der Einzelströme. Also die Schäfchen teilen sich jetzt auf in den Weg und in den Weg. Je nachdem, wie groß der Widerstand ist. Wenn ein großer Widerstand da ist, werden hier weniger Schäfchen oder Elektronen durchfließen als hier. Aber das kann man anschließend rechnerisch prüfen. Also hier ist es so, dass die Summe der Einzelströme gleich der Gesamtstromstärke ist, während es oben so war, dass überall an jeder Stelle, wo ich messe, die gleiche Stromstärke herrscht.
Und wenn es jetzt nur nicht zwei, sondern mehr, also drei, vier oder fünf derartige Widerstände sind, dann kann man diese Formel erweitern, entsprechend der Anzahl der Widerstände, die jetzt auftreten. So viel erstmal zur Frage. Und wie jetzt die Widerstände gerechnet werden, das sollte das Video zeigen. Ich hoffe, das reicht erstmal für den Anfang.